Hallo 14, hallo 16, hier ist der Kenan und ich habe heute Workout Nummer 12 für euch, okay? Wie jedes Mal, gleicher Ablauf, rechts, links. Wenn ihr die Möglichkeit habt zum Korbleger machen und werfen, dann macht es bitte auch, okay? Aber sonst habt ihr mindestens 10 Minuten Ballhandling, okay? Beim ersten Drill machen wir folgendes, okay? Wir machen ein In-and-Out, dann durch die Beine, hinterm Rücken. Ganz easy, schaut so aus. Drill Nummer 2, dann machen wir folgendes, wieder in and out, durch die Beine hinterm Rücken, in and out und dann machen wir diesen Cross-Step Luka Doncic. Okay, den kennt ihr alle. Okay, so schaut's aus. Drill Nummer 3, wir machen einen Handwechsel. Ein Ausfallschritt, ein Pullback hinterm Rücken und dann machen wir ein In-and-Out-Crossover. Das schaut dann so aus. Und ihr könnt auch zwischendurch immer ein Dribbling machen, wie so. Okay. Drill Nummer 4, durch die Beine zurück, Dribbel, Ausfallschritt zur Seite, Iverson Crossover. Okay? Drill Nummer 5, okay? Between Under und nach dem Under. Ziehen wir leicht, wir kommen nach oben, ziehen unser Fuß zurück und dann wieder nach unten, unten, between behind, okay? Das schaut dann so aus. Okay, und dann schnell. Drill Nummer 6 machen wir wieder ein between under, between, behind, dribble, pull back under, okay? Das schaut dann so aus. Ich habe es gerade beim letzten Mal ohne Dribbling gemacht. Kann man auch ohne Dribbling machen. Okay? So, ihr Lieben, das waren wieder 6 Workouts. Mindestens eine Minute rechts, eine Minute links. Das sind 12 Minuten. Ihr könnt auch mehr natürlich machen. Und dann habt ihr noch die 10 Korbleger und die Würfe. Und vielleicht wird es ein bisschen trockener und man hat die Möglichkeit vor der Haustür wirklich den Move nochmal zu machen übers Wochenende. Okay? Alles klar? Viel Spaß, haut's rein, bleibt gesund, Coach K, ciao!